Gleich bei TV Berlin aktuell. Berliner AfD-Chef will neuen Bundesvorstand kritisch begleiten. Bundesfamilienministerin unterstützt Verein für Straßenkinder und Raquel besucht Kurz auf der Couch. Hallo und herzlich willkommen zu TV Berlin aktuell, unserem Magazin auf TV Berlin. Ja, liebe Zuschauer, wohin steuert die AfD? Wird mit der Wahl des neuen Bundesvorstandes der Einfluss des völkischen Flügels wachsen oder können die mäßigen Stimmen punkten? Genau das war die Frage vor dem Bundesparteitag am vergangenen Wochenende in Braunschweig. Mit der Wiederwahl Jörg Meutens als Parteivorsitzender und der Entscheidung der Delegierten für Tino Chrupalla als Co-Vorsitzenden ging der Flügel erst einmal leer aus. Doch bei den Stellvertreterposten sah es dann anders aus. Da wurden die abgestraft, die sich offen gegen den Flügel gestellt hatten. Darunter auch der Berliner Landesvorsitzende Georg Pazderski. Er verlor am Wochenende seinen Posten als stellvertretender Bundesvorsitzender. Pazderski hatte im Sommer den Appell der 100 unterschrieben, in dem Funktionäre den Personenkult um Björn Höcke angeprangert hatten. Ich habe ihn heute im Abgeordnetenhaus gefragt, ob er ein Beispiel dafür sei, dass man lieber nicht den Flügel offen kritisiert. Ich denke, das ist nicht der Fall, sondern es ist ganz normal, dass wenn man auf einem Parteitag antritt, dass man sich den Mitgliedern stellt. Und wenn man natürlich klare Positionen und Meinungen vertritt, dann ist das durchaus kontrovers zu sehen. Und es ist ganz normal, dass die Mitglieder dann entscheiden und man sich auch diesem Votum zu beugen hat. Aber ich habe da kein Problem damit, denn ich werde auch weiterhin der Partei zur Verfügung stehen und werde auch der Partei weiterhin dienen. Und Sie werden auch weiterhin klare Worte sagen? Ich werde auch weiterhin klare Worte sagen. Ich werde natürlich den Bundesvorstand mit Wohlwollen, aber kritisch begleiten. Wie sehen Sie den Bundesvorstand der Neuen? Ich sehe ihn als einen arbeitsfähigen Bundesvorstand. Ich sehe da einige Personen drin, die ich mir auch drin gewünscht habe, weil ich glaube, dass sie zum einen natürlich eine Verjüngung des Bundesvorstandes bewirkt haben, auf der anderen Seite auch fleißige Leute sind und vor allen Dingen auch Leute, die ganz klare Vorstellungen haben. Ich denke, dass der neue Bundesvorstand seine Aufgabe, die AfD als Volkspartei auszurichten, sicherlich dieser Aufgabe wird er nachkommen und da freue ich mich schon drauf, da unterstützen zu können. Herr Pazderski, jetzt gibt es in Berlin auch bald einen Landesparteitag. Dort stellen Sie sich auch wieder zur Wahl als Vorsitzender. Inwieweit hat das Ergebnis jetzt in Braunschweig Sie geschwächt? Ich weiß nicht, ob das geschwächt hat, sondern das ist ein ganz normaler Vorgang in der Partei. Ich werde mich natürlich zur Wiederwahl stellen und dann haben die Mitglieder zu entscheiden, ob sie mich wollen oder nicht. Ich bin da aber sehr entspannt. Und Sie kommen da mit den klaren Worten auch gegen den Flügel an? Ich komme mit klaren Worten für die Partei. Jeder, der in der Partei die Partei in eine falsche Richtung bringen will, da werde ich mich natürlich ganz klar positionieren. Herr Pazderski, Sie betonen immer, Sie stellen sich in den Dienst dieser Partei. Das ist für Sie wichtig. Gibt es für Sie denn eine Schmerzgrenze, an die Sie vielleicht im Kopf haben, wo auch Sie sagen würden, jetzt ist Schluss, so geht's nicht mehr? Auch für Sie persönlich nicht? Ja, natürlich. Und zwar dann, wenn rechtsextreme Politik gemacht werden würde oder wenn diese Partei den Boden des Grundgesetzes verlassen würde, dann wäre das nicht mehr meine Partei. Aber diese Gefahr sehe ich nicht. Vielen Dank, Herr Pazderski. Die deutschen Schüler haben sich im internationalen Leistungsvergleich PISA leicht verschlechtert. Sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften ging der Punktwert im Vergleich zur vorherigen PISA-Studie vor 3 Jahren nach unten. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, am Dienstag in Berlin mit. Die OECD wies aber auch darauf hin, dass die deutschen Schüler leistungsmäßig weiterhin über dem OECD-Durchschnitt und damit auf einem guten Niveau lägen. In Mathematik und Naturwissenschaften sei Deutschland sogar deutlich besser als der Durchschnitt der OECD-Länder. Der Abstand zur Spitzengruppe in Europa und Asien mit Singapur, Hongkong, Japan, Estland, Kanada oder Finnland bleibt dennoch groß. Die Industrie- und Handelskammer Berlin fordert einen konsequenten Ausbau der Verkehrswege zum neuen Hauptstadtflughafen BER. Man müsse heute anfangen und man müsse über Landesgrenzen hinweg denken,
sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder. Eine Studie im Auftrag der Kammer ergab, dass der BER, der am 31. Oktober 2020 eröffnen soll, momentan zwar gut angebunden ist, die Verkehrsströme aber bis 2040 stark wachsen werden. Daher müsse das ÖPNV-Angebot stetig ausgeweitet werden, etwa durch Taktverdichtungen bei der U-Bahn und mehr Verbindungen ins Umland. Auch wichtige Straßen wie die sogenannte Tangentialverbindung Ost oder die A100-Verlängerung müssten angegangen werden. Der Mindestlohn für öffentliche Aufträge in Berlin liegt künftig bei 12,50 Euro brutto pro Stunde. Die entsprechende Novelle des Vergabegesetzes hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Bisher waren es 9 Euro. Der Mindestlohn soll allerdings erst ab einer Größenordnung von 50.000 Euro bei Bauleistungen und von 10.000 Euro bei Dienstleistungen gelten. Gleichzeitig soll der Mindestlohn von 12,50 Euro auch im öffentlichen Dienst und für die Landesbetriebe gelten. Vor der endgültigen Beschlussfassung muss sich der Rat der Bürgermeister noch dazu äußern. Anschließend muss auch das Abgeordnetenhaus zustimmen. In Deutschland sind über 12.000 Jugendliche von Obdachlosigkeit bedroht oder betroffen. Viele von ihnen leben in Berlin. Seit Jahren hilft hier der Verein Straßenkinder und der bekam jetzt hohen Besuch, nämlich von der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Claudia Patatsch berichtet. 6.500. So viele Kinder leben obdachlos auf den Straßen Berlins. Eine erschreckend hohe Zahl. Meist sind sie zwischen 14 und 18 Jahren alt und kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Damit diese jungen Menschen einen Zufluchtsort haben, gibt es in Marzahn das Kinder- und Jugendhaus Bolle. Dieser Einrichtung hat nun Familienministerin Franziska Giffey einen Besuch abgestattet. Laut der Politikerin fielen immer noch viel zu viele Kinder und Jugendliche durch das Netz der Behörden hindurch. Naja, wir erleben, dass die Kinder- und Jugendhilfe, die ja für jedes Kind eigentlich da sein soll, eben nicht überall greift. Kinder fühlen sich nicht so gut aufgehoben, wie sie sein müssten in Heimen oder in Orten, wo sie eben betreut sind. Und dann brechen sie aus und ziehen das Leben auf der Straße dem Leben vor, was sie vielleicht in der Kinder- und Jugendhilfe erfahren. Und das ist genau unser Punkt. Auf dem Papier gibt es einen Anspruch auf Hilfe, aber nicht jedes Kind, nicht jeder Jugendliche nimmt den in Anspruch. Und deswegen ist schon die Frage, wie schaffen wir Angebote, wo Kinder und Jugendliche sich wirklich aufgehoben fühlen, wo sie wirklich auch bleiben, wo Sozialpädagogen sind, die eine Arbeit machen, die die Kinder in dem annimmt, was sie sind und wie sie sind und auch Jugendliche mit einbezieht, von, für und mit Jugendlichen eine Kinder- und Jugendarbeit macht. Und genau darüber sprechen wir hier auch bei Bolle und bei der Frage, wie kann man neue Konzepte entwickeln, um tatsächlich eine Kinder- und Jugendarbeit für diese Kinder zu machen, denen es sehr, sehr schlecht geht an vielen Stellen, die in den regulären Angeboten eben nicht gut aufgehoben sind. Wie kann man neue Ideen entwickeln, die diese Kinder eben auch auffangen? Das Kinder- und Jugendhaus Bolle gehört zu den rar gesäten Angeboten, die die Kinder auffangen, wenn die Behörden es nicht können. Eckhard Baumann kennt die Gründe, warum junge Menschen das Angebot in Anspruch nehmen. Der Grund, warum Kinder auf der Straße landen, ist eigentlich vielfältig. Zum einen werden sie vielleicht zu Hause, gibt es zu Hause Stunk oder sie werden schlecht behandelt oder vielleicht auch geschlagen. Teilweise gibt es sogar sexuellen Missbrauch, Mobbing in der Schule. Also da gibt es ganz vielfältige Gründe. Und irgendwann sagt sich das Kind dann, also auf der Straße ist allemal besser als wie zu Hause und dann hauen sie ab. Wer kann denn alles in Ihre Einrichtung kommen? In unsere also ins Haus Bolle, da betreuen wir tatsächlich so ab 5, 6 Jahren, ab dem ersten Schuljahr. Und das geht dann bis 18, manche sind auch schon 19 und da gibt es verschiedene Altersbereiche. In der Straßensozialarbeit ist es ein bisschen anders. Dort fängt es meistens so mit 14 an und geht dann bis 2, 3, 24. Also alles, was noch im Jugendhilfegesetz irgendwie verankert ist, da betreuen wir diese Altersgruppen. Wie genau helfen Sie denn den bedürftigen und obdachlosen Kindern? Also in der Straßensozialarbeit, wo es da jetzt tatsächlich um obdachlose junge Menschen geht, da haben wir ein Beratungsmobil, wir fahren an verschiedene Plätze, geben auch im Winter warmes Essen aus, Schlafsäcke, bieten Beratungsgespräche an, laden die jungen Menschen dann in die Anlaufstelle ein. Dort gibt es eine Handyladestation, dort gibt es Postfächer. Viele haben keinen festen Wohnsitz, infolgedessen brauchen sie Postfächer, damit sie postalisch erreichbar sind.
Und wir haben Duschmöglichkeiten, Waschmaschine, all das, was man so braucht, wenn man eben auf der Straße lebt. Und wir haben sehr viel Reintegrationsfreizeiten. Das heißt, wir nehmen die jungen Menschen mit raus. Dort erleben sie was Positives und mit der Power können wir dann in Berlin viel besser mit ihnen arbeiten und ihnen auch auf die Sprünge helfen. Den Kindern auf die Sprünge helfen möchte auch Bundesfamilienministerin Giffey. Deshalb suchte sie gezielt das Gespräch mit den Jugendlichen. Auch in Zukunft hat sie politische Unterstützung zugesagt. Hier geht es tatsächlich um gute Angebote im Sozialraum. Wir werden ein modernes Kinder- und Jugendhilferecht im nächsten Jahr auf den Weg bringen. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist geplant und wir werden dort Themen wie den Kinderschutz, wie auch die Verbesserung der Situation für Heim- und Pflegekinder, aber auch, wir sagen dazu, Prävention im Sozialraum. Das heißt, wie kann hier vor Ort in so einem Kiez gute Arbeit angeboten werden? Wie können wir das verbessern? Das werden alles Themen sein, die da eine Rolle spielen und die sind wichtig, um die Lage insgesamt auch besser zu machen, gerade für diese Kinder. Und ich glaube, dass solche Häuser eben, wo Kinder einfach hingehen können, wo sie ihre Freizeit verbringen können, wo ein Stück weit manchmal auch Elternersatz da ist, denn hier wird gegessen, gespielt, gekocht, hier werden Hausaufgaben gemacht, hier passiert ganz viel, was eigentlich auch zu Hause passieren müsste, aber wir wissen, manche Eltern können einfach ihre Kinder nicht in gleichem Maße unterstützen und dafür ist das hier einfach ein Ort, wo Kinder sich aufgehoben fühlen. Und ein Mädchen hat es heute so wunderbar zum Ausdruck gebracht. Sie geht hierher, um ihre gute Laune zu verbessern. Und das ist, finde ich, bringt das super auf den Punkt. Das ist einfach ein guter Ort, wo Kinder und Jugendliche sich gut entwickeln können. Der Besuch der Familienministerin zeigte, das Kinder- und Jugendhaus ist mehr als nur eine Freizeiteinrichtung. Bolle steht für Sicherheit und eine helfende Hand, wenn man sie am dringendsten braucht. Die Förderung von Einrichtungen wie dieser ist also auch in Zukunft dringend notwendig. Wenn der Kolumnist Andreas Kurz prominente Gäste zu sich auf die Couch bittet, dann sind auch die Zuschauer gefordert. Denn bei Kurz auf der Couch im Wintergarten können sich alle mit eigenen Fragen direkt einbringen. Ein Konzept, das funktioniert. Meine Kollegin Raquel Crawford hat den Spieß nun einmal umgedreht, sich mit Andreas Kurz zusammengesetzt, natürlich auf seiner Couch. Und diesmal hat sie die Fragen gestellt. Hallo zusammen. Jeden ersten Montag im Monat gibt es jetzt was ganz Besonderes hier im Varieté Wintergarten. Kurz auf der Couch. Andreas Kurz ist der Journalist für die Berliner Zeitung. Man sieht ihn auf der Fashion Week, auf der Berlinale. Jeden Hollywoodstar hat er schon mal interviewt. Ich habe ihn zuletzt auf dem Bundespresseball getroffen. Und wen er jetzt hier auf seiner Couch hat, das sehen Sie jetzt. Jeden ersten Montag im Monat saßen schon dieses Jahr Malte Kelly, Armin Rohde, Wladimir Kamine, Adele Tawil, Jürgen von der Lippe und Roland Kaiser auf dieser Couch. Sein heutiger Gast wird Dieter Kostik sein. Bevor auch ich ein Gespräch mit ihm führe, geht es für mich bei Kurz auf der Couch, um Andreas Kurz zu interviewen. Auch ich sitze jetzt bei ihm auf der Couch, nämlich Kurz Couch. Hallo Andreas Kurz. Hallo. Ich habe gerade in der Anmoderation gesagt, dass Sie schon jeden interviewt haben. Also Hollywood-Stars bei der Berlinale, bei der Fashion Week. Immer sind Sie dabei, aber im Hintergrund. Jetzt gibt es Sie zu sehen hier auf der Couch im Wintergarten. Was hat es damit auf sich? Also trotzdem im Hintergrund. Also ich bemühe mich hier sehr, dass mein Gast im Vordergrund steht, dass ich ihm nicht die Gags wegnehme, dass er glänzen kann. Es ist einfach so, dass ich in den inzwischen 25 Jahren, 8 Monaten und 3 Tagen, die ich den Job mache, so viele interessante Menschen treffe, bei denen ich das Gefühl habe, ey, jetzt diese 10 Minuten Gespräch, das war viel zu wenig. Und dann schreibe ich einen freundlichen Brief und dann lasse ich mich vom Management nicht abwimmeln, dann schreibe ich noch einen freundlichen Brief und dann irgendwann habe ich sie stromreif geschossen und dann sitzen sie hier wie neulich Roland Kaiser und Jürgen von der Lippe und Maite Kelly und Adel Tawil. Das ist immer sehr beglückend für alle Beteiligten. Herzlich willkommen. Um das mal gleich klar zu machen, ich bin Kurz und das ist die Couch. Und er findet das einmal im Monat statt. Am Montag ist die Couch hier. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast auch hier. Heute haben wir Dieter Kostik, Mr. Berlinale, 18 Jahre lang gewesen. Toller Typ. Ich sage immer scherzhaft, er hat George Clooney auf seinem Handy auf Kurzwahl.
gucken wir mal, vielleicht testen wir das nachher mal. Und er hat einfach einen wahnsinnigen Humor. Der Mann ist so aus sich raus schon so unterhaltsam. Deswegen habe ich auch, eigentlich heißt es ja kurz auf der Couch Dieter Kosslick, aber ich habe für den Fall, dass er hier das Heft an sich reißt und ich nicht mehr zu Wort komme, habe ich auch noch eine andere Einblendung vorbereitet. Dann benenne ich die Show kurzerhand um in die Dieter Show. Aber bevor wir dann nochmal zurückkommen auf Dieter Schoß oder kurz auf der Couch, möchte ich nochmal fragen, für die Berliner Zeitung machen Sie ja die Interviews. Wen haben Sie denn schon alles interviewt oder wen möchten Sie noch und wen haben Sie noch nicht? Oh, also ehrlich gesagt, Sie werden ja immer vorbei, so vom Leben, vom großen Strom des Lebens an mir vorbeigeschwemmt. Und also ich habe mir abgewöhnt, mir irgendwelche Leute zu wünschen. Die kommen eh. Ist mir später dann gesagt worden, wenn ich es vorher gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich zu nervös gewesen. Ich war der erste Journalist aus Ostdeutschland, mit dem sich Karl Lagerfeld unterhalten hat zum Beispiel. Haben wir ganz lange geredet. Während des Gesprächs wurden 16 Kartons mit Büchern angeliefert, die er an dem Vormittag am Savini-Platz im Bücherbogen gekauft hat. War ein bisschen in Kaufrausch geraten. Bei ihm sah Kaufrausch so aus. Und dann hat er mir noch erzählt, dass er die Cola Light, die er trinkt, sich aus Paris mitgebracht hat mit der Begründung, vom deutschen Gelsstoff wird mir öbel. Herrlich, das ist unser guter Karl, wir vermissen ihn. Aber Sie stehen auch immer an den roten Teppichen mit Ihrem Notizblock. Also nicht mit Social Media, mit Ihrem iPhone oder nichts. Ganz klassisch. Bin ich ganz altmodisch, das stimmt. Ich hatte vor 20 Jahren so einen Communicator von Apple, nee, Apple Newton hieß das Teil. Es war sehr klobig, da konnte man mit Stift draufschreiben und die Texterkennung hat nie funktioniert, aber es war wahnsinnig modern. Und ich habe mich da lange mit rumgeärgert, bis ich es dann ganz dezent verschwinden ließ. Und das hat mich dann zurückgebracht zum normalen Papier und zum auch Bleistift. Ich schreibe fast immer mit Bleistift. Manchmal nehme ich was auf und Tipps ab, aber eigentlich ist es immer die Handschrift. Und die Leute halten es für Steno, was ich mal gelernt habe. Ja. Aber ich habe am Tag meiner Steno-Prüfung das heilige Gelübde abgelegt, dass ich davon keinen Gebrauch mehr mache, weil wir hatten so einen doofen Steno-Lehrer, der hat uns so genervt und getriezt und das war so stressig immer und ich war so froh, dass ich es hinter mir hatte. Und jetzt schreibe ich einfach nur schmierig und es ist eine Kombination aus Niederschrift und Gedächtnisleistung. Was soll das noch gleich heißen? Ah ja. Und dann gehen Sie zurück ins Büro und tippen es ab. Ich gehe nie ins Büro, nein. Ich arbeite von zu Hause aus, genau. Also ich habe mein eigenes kleines Büro und genieße das auch sehr. Und meine drei Katzen genießen das auch sehr, weil ich bin ihr Torwärter. Sie stehen vor der Terrassentür, gucken mich an, nun mach auf. Und dann mache ich auf. Oder eben in die andere Richtung. Es ist herrlich. Ich liebe es sehr. Dankeschön für diesen Einblick. Jetzt noch mal kurz auf der Couch. Nach dem zweiten Teil, es gibt eine kurze Pause und dann können auch die Zuschauer sich mit einbinden. Genau, auf den Tischen liegen Karten, das sage ich dann vor der Pause, sage ich, jeder kann in der Pause eine Frage an den Gast aufschreiben und in meinen schönen Briefkasten einwerfen und die werden nach der Pause abgearbeitet. Und das ist, der erste Teil ist schon immer wunderschön und spannend und lustig und rührend, aber im zweiten Teil passieren jedes Mal Dinge, dass ich mich immer freue, auf die Idee gekommen zu sein mit den Karten. Und darauf vertraut zu haben, dass der Zuschauer da wirklich was einbringt, weil es passiert jedes Mal das Überraschende, das auf diesen Karten kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt und jetzt heute ist ja Montag und die Sendung wird erst morgen laufen, aber wir haben im Januar schon wieder was Spezielles. Oh ja, ich freue mich im Januar, am 6. Januar, auf eine Legende. Karl Dall kommt, der großartige Karl Dall. Alle erinnern sich, Insterburg und Co. und was er alles gemacht hat. Und es wird eine sensationelle Geschichte geben. Ich habe ja immer hier Einspielfilme von prominenten Freunden meines Gastes. Und wir werden am 6. Januar eine Live-Schalte nach Ostfriesland zu Otto Waalkes haben. Und dann wird er sich mit Otto Waalkes unterhalten. Also wer das verpasst, ist selbst schuld. Ich sag mal so, wir haben bald Nikolaus. Die Geschenke sollen nicht so nikolausig werden wie in den letzten Jahren. Da kann man schon mal eine Karte springen lassen. Und Weihnachten ja sowieso. Also habt's gehört oder einfach auf die Webseite von Varieté. Vom Wintergarten Berlin, genau. Ja. Und da kann man die Karten
direkt kaufen, sich selber zu Hause ausdrucken, dann muss man nicht mal das Haus verlassen. Und dann kommt man einfach hierher und macht sich einen schönen Abend. Ich war ja vorher in einem anderen Haus mit der Show und der Vorteil hier ist einfach, dass man hier so ein rundes Erlebnis hat. Hier gibt es eine tolle Gastronomie mit gutem Essen, guten Wein. Man hat also einen Abend, der nichts vermissen lässt. Man muss sich nicht entscheiden, oh, gehen wir ins Restaurant oder ins Varieté. Wir gehen in beides. Danke, dass auch ich hier mal einen kurzen Platz hier drauf sitzen konnte auf Ihrer Couch. Und wir freuen uns jetzt auf Mr. Berlinale. Und ich hoffe, Sie kommen als Gast zur Berlinale zunächst. Ja, selbstverständlich, wenn ich eine Akkreditierung bekomme, auf jeden Fall. Das ganze Interview mit Mr. Berlinale gibt es morgen bei TV Berlin aktuell. Was hat Berlin heute Abend zu bieten? Hier sind unsere Veranstaltungstipps. Als Clyde und Bonnie sich kennenlernen, ist es wie eine Explosion. Sie begegnen sich an einem Freitag um 15 Uhr und um 15.07 Uhr sind sie bereits unzertrennlich. Sie sind anders. Sie rauben Banken aus. Das ist der Plan. Inspiriert von der Geschichte des legendären Gangsterpärchens Bonnie und Clyde, schrieb Holger Schober ein B-Movie für die Bühne, das im Hier und Heute spielt. Es handelt von Jugendarbeitslosigkeit, Orientierungslosigkeit, sozialer Verwahrlosung, Gewalt und wahrer Liebe. Clyde und Bonnie morgen um 20 Uhr im Akuttheater und Karten kosten 12 Euro. Weihnachtlicher wird es morgen in der Deutschen Oper. Tauchen Sie ein in die Fantasiewelt der kleinen Clara. Zu Weihnachten bekommt die kleine Clara einen Nussknacker von ihrem Onkel geschenkt. Nachts träumt Clara, dass der Nussknacker gegen einen bösen Mäusekönig kämpft. Mit ihrer Hilfe siegt der Nussknacker und verwandelt sich in einen schönen Prinzen. Zusammen gehen Clara und der Prinz in das Land der Süßigkeiten. Eine Ballett-Weihnachtsgeschichte, die nicht fehlen darf. Morgen in der Deutschen Oper geht es um 19.30 Uhr los und Karten gibt es ab 36 Euro. Es wird laut und heiß heute im Suicide Club am Revaler Technostrich. DJ-Legende Mörbeck von Perk Tracks legt gemeinsam mit Größen der Technowelt auf. Eine Party, die sich sehen lassen kann. Heute geht es ab 0 Uhr los im Suicide Club und der Eintritt kostet 10 Euro. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht zeigt sich der Himmel bedeckt. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 5 Grad. Der Mittwoch startet noch mit vielen Wolken. Ab Mittag klart es dann aber auf und bis zum Abend gibt es strahlenden Sonnenschein. Das Quecksilber steigt maximal auf 7 Grad. Und der Ausblick, auch am Donnerstag erwartet uns ein richtig schöner Tag mit bis zu 7 Sonnenstunden. Am Freitag zieht sich der Himmel leider wieder zu und es wird auch immer wieder regnen. Am Samstag sieht es dann wieder besser aus, der Himmel zeigt sich nur leicht bewölkt und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag bei 4 Grad, am Freitag bei 5 und am Samstag bei 8 Grad. Liebe Zuschauer, soweit von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und vor allem passen Sie auf sich auf.